Jutten Mongiorno. Für euch sind wahrscheinlich ein paar Tage oder eine Woche ins Land gezogen. Für mich ein paar Sekunden, seitdem ich das letzte Mal in die Kamera geschnackt habe. Ist doch verrückt, oder? Zeitphänomene, sag ich nur. So, heute jetzt darum, Richtung Hobbitland zu fahren. Ich habe gekickt, wenn wir uns anstrengen, schaffen wir es in 3 Tagen. Und das Verrückte ist, meine lieben Leute, in 3 Tagen ist in 3 Tagen Weihnachten? Nee, in 2 Tagen ist Weihnachten. Was ich ganz dringend mal brauche, ist eine Dusche. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal geduscht habe. Das ist schon sehr lange her. Ich fühle mich so klebrig. Und hier, das Wetter ist ja total verregnet und stürmisch. Hier drinnen ist das klamm und feucht und kühl. Ist nicht geil. Es klebt alles, ist alles eklig. So, ansonsten habe ich ja eigentlich immer Spots, wo ich genau weiß, wo ich hinfahre. Ich hätte auch jetzt den nächsten Spot eigentlich auch schon auf dem Schirm. Das ist an so einem Stausee, da war ich vor 2 Jahren auch. Aber der Nachteil an diesem Spot, auch wenn der sehr schön ist, da kann man auch nicht spazieren gehen. Leider. Dementsprechend müssen wir uns unterwegs was Eigenes suchen. Ja, wir sind hier mal kurz rangefahren und mal in die Pampa ein bisschen gefahren, damit ich mit Sojanka mal ein bisschen spazieren gehen kann. Wie man sieht, wir sind noch nicht ganz in der Wärme angekommen. Das sind, glaube ich, so 11 Grad oder so. 10, 11 Grad. Ich habe auch gehofft, dass hinter den Bergen dann irgendwann die Wolkendecke so richtig aufreißt und wir in den blauen Himmel fahren, in den Sonnenschein. Aber Pustekuchen. Nicht. Ja, die ersten 100 Kilometer waren wirklich Pain gewesen. Also ich meine, es war ja auch sehr schön landschaftlich und so auf jeden Fall. Aber Sojanka ist nach vorne gekommen, hat gehechelt, die hat gehustet beim Hecheln und so. Also so richtig ätzend. Ich war so gestresst und dann hing mein Scheibenwischer auch noch, also nicht kaputt, aber der hing dann so halb auf 7:30. Da muss ich auch mal gucken, was da los ist, ob ich das irgendwie mal repariert kriege. Und dann ja, Stress, einfach Stress durch die Berge, Stau. Konntest nirgendwo rechts ranfahren, weil du mitten in den Bergen warst. So, aber jetzt hier so langsam kommen wir in der Pampa an. Das freut mich sehr. Leute, mein Plan ist aufgegangen. Ich habe mir gedacht, wisst ihr was, fahr noch mal ein Stückchen weiter. Ich bin jetzt noch mal 90 Kilometer gefahren und habe mir einen Spot rausgesucht an einem Fluss. Hier fließt so ein Flüsslein lang. Ja, der Plan ist aufgegangen. Die Wolken sind weg. Ich habe mir jetzt schon gedacht, wenn du aus den Bergen raus bist, sind die Wolken weg. Und genau so ist es gekommen. Richtig geil. In der Sonne ist es richtig schön, angenehm. Weiß ich nicht. Fühlt sich an wie 15 Grad oder so. Es ist einfach herrlich. So Leute, neuer Tag, neues Glück oder was?
Genau in dem Moment, wo ich hier anfange, in die Kamera zu quaken, kommt die Sonne rein. Finde ich sehr gut. Die Nacht war recht kühl, muss ich sagen. 2, 3 Grad, Ofen rannte durch. Wir sind halt noch relativ weit im Norden und vor allen Dingen, ich habe mal auf Maps gekickt. Die ganze Region, wo ich jetzt gerade bin und wo ich hinfahren will, ins Hobbitland, das ist so die kälteste Region eigentlich in Spanien. Hat mich ein bisschen gewundert. So, wir ballern jetzt zum nächsten Spot. Das ist ein Stausee. Da kann man richtig gut stehen. Und auf dem Weg dahin nehmen wir auf jeden Fall Einkaufen, denn wir haben heute den, ich weiß ja nicht, den 23. oder den, nee, doch, den 23. haben wir heute. Oder 22. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls kurz vor Weihnachten, wir müssen auf jeden Fall Vorräte auffrischen. Wasser muss aufgefüllt werden. Und dann ballern wir zum Stausee, ne? Das ist so die Tagesaufgabe heute. So, Leute, wir sind endlich angekommen. Gott sei Dank. So, Janka ist bestimmt auch schon völlig fertig. Wie geht's mal? Na, Schnecke. Ja, alle zur Seite geschoben. Schön, alles voll gesabbert. Immer runter. Alles nass. Mann, ey. Ist doch mal ein schöner Spot hier, oder? Hier ist es so richtig schön ruhig mitten in der Pampino. Allerdings gibt es trotzdem noch was mir Sorgen bereitet, was Neues. Und zwar hat so Janka am Kinn hier unten hat die so ein Knubbel, so einen roten. Und das hatte die vor eben ja schon mal und das hat sich dann übelst ausgebreitet über die ganze Kinn. Das ist alles richtig rot geworden und suppig. Und da hat damals nichts weiter geholfen als so eine Creme, so eine antibakterielle Creme oder was? Nee, Antibiotika. Ist das dasselbe? Ich habe keine Ahnung. Und das musste ich eine Woche lang rauf machen und dann ist es so langsam wieder zurückgegangen. Und das kommt, glaube ich, gerade wieder. Und das ist halt richtig scheiße, weil ich habe eigentlich keinen Bock hier in Spanien zum Tierarzt zu fahren, weil die ja alle kein Englisch sprechen. Ne? Und ich denke auch mal, das wird vom Stress kommen. Die ist jeden Tag halt mindestens zwischen 3 und 5 Stunden ist sie halt komplett am Limit gestresst. Ne? Ich glaube, das ist einfach so ein Stressding, was sich da durch diese Dinge ausdrückt. Ja, kotzt mich gerade an. Also Urlaubsfeeling ist ganz weit weg. Und ich hoffe einfach, dass wenn wir ab morgen im Hobbitland ankommen, wirklich einfach mal ein paar Tage runterfahren können, mal die Stille genießen können. Und einfach mal ankommen, wisst ihr? Einfach mal ankommen. Das wäre schön. So, das, was ihr euch innerhalb von ein paar Minuten anguckt, das ist für mich halt, sind das Tage, ne? Also, das ist schon nicht ohne, die Fahrt hier. Ist schon nicht ohne. Die paar Sekunden, die ihr seht von meiner Fahrt mit lustiger Musik untermalt, das sieht halt schön aus und schöne Landschaft und so, ne? Kurzweilig. Aber für uns sind das 4, 5 Stunden Stress. Gehen wir zurück. Na, hoppi hopp. Ich wünsche euch einen angenehmen guten Mongiorno, meine kleinen Honigmäuse. Wir haben heute den 24.12. Das heißt, heute haben wir Weihnachten. Und pünktlich zu Weihnachten bricht hier der Winter ein, oder was? Gestern Abend kam schon die fette Nebelwand.
Und das ist draußen richtig, richtig kalt. Also die Nacht war auch ordentlich frostig. Heute Morgen waren auf jeden Fall die Wassertropfen draußen an den Bäumen, waren schon gefroren. Also der Wind war schon zornig kalt hier, kann man nicht anders sagen. So, wir fahren heute auf jeden Fall ins Hobbitland, das steht fest. Sind auch nur so um die 150 Kilometer. Und ich werde da höchstwahrscheinlich nicht länger als 2 Tage bleiben können. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit Sönka zum Tierarzt muss. Ich habe gestern noch mal ein bisschen recherchiert. Dieser Knubbel hier am Kinn, das ist glasklar eine bakterielle Infektion. Das hat sie letztes Jahr schon mal gehabt. Vom Hobbitland zu dem Tierarzt, wo ich hin will, weil das hier auch ein Tierarzt, der Glück Deutsch kann oder Englisch kann oder so, der ist unten an der Küste bei Huelva. Und das sind vom Hobbitland noch mal, ich glaube, weiß ich nicht, 400 Kilometer oder sowas in dem Dreh. So, ich werde auf jeden Fall hier heute Morgen mal ein bisschen ruhigeren machen. Wir haben es ja nicht so weit heute. Das Video muss ich gerade noch hochladen, damit es pünktlich heute am 24. Online kommt und ihr euch das angucken könnt, wie ich durch Frankreich ballere. Und ja, wir machen vielleicht in einer Stunde los oder so. Letzte Etappe erstmal zum Hobbitland. Schnecke. Schon wieder alle zur Seite geschoben. So, wir haben kurze Halbzeit gemacht. Ich habe mir mal die Jacke ausgezogen, weil es mit eh mal richtig warm jetzt wurde wieder. Also, das war ja verrückt, war. Wir sind in dem absoluten Nebel gestartet. Das war schweinekalt. Und weiß ich nicht, nach 10 oder 20 Kilometern, zack, mit eh mal blauer Himmel. Der Nebel war von jetzt auf gleich sofort weg. Das war richtig krass. Also kurze Halbzeit. Sönka mal kurz pinkeln lassen, kurz was trinken lassen. Die ist komplett durchgestresst. Natürlich. Wie soll es auch anders sein? Vielleicht nervt es den einen oder anderen, dass hier Sönka stets und ständig Thema ist. Aber das ist halt mein Leben. Weißt du? Wenn das gerade ansteht, das Thema, und das mich total beschäftigt, dann ist das einfach so. Und dann werde ich das dokumentieren. Weil ich die Videos ja auch für mich mache, ne? So als Erinnerung. Wie krass war das eigentlich und wie viele Gedanken habe ich mir gemacht und so, ne? Auf jeden Fall ist die Katharina, die Tierkommunikatorin, die ist immer noch dran, die versucht da irgendwie aus der Ferne mit Prana was zu machen. Verbindet sich auch immer wieder mit Soyanka. Aber wie gesagt, bisher irgendwie ist noch nichts davon zu spüren. Aber wisst ihr, ich nehme halt, wie gesagt, ich nehme halt alles mit und vielleicht bringt es ja auf lange Sicht was. Das ist ja auch kein Wunderheilungsding, sagt sie auch selber, das dauert halt, ne? Ich dreh durch, meine lieben Freunde, wir sind im Hobbitland. Ich glaube es nicht. So, Janka, guck doch mal, Hobbitland. Freunde der Sonne, wir sind im Hobbitland angelandet. Ich bin gehypt, ich bin so geil gehypt. Und so, Janka ist auch gehypt. Juhu! Ich würde hier mir Land bauen, kaufen, hinstellen, Haus, was auch immer. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, weil Sonne halt ein bisschen ungünstig, aber dieser Bachlauf hier ist so schön und diese ganzen Berge hier, wisst ihr, bis zu in diesem Tal, geil. Ich bin so voller Glücksgefühle, Leute. Oh, geht mir das Herz auf. Geht mir so hart das Herz auf. Kickt euch das doch einfach mal an. Es ist einfach nur bombastisch. Vor allem die Fahrt hierher war wirklich so abgefahren. Wir sind ja aus dem Nebel raus
Und dann kam sofort die Sonne raus, ich so bam, geil, Jacke aus, alles geil. Und dann kam nach 100 Kilometer oder so schon wieder so eine Nebelwand. Und das geht so schnell, du denkst, das sind irgendwelche Wolken, die weit weg sind, aber nee, innerhalb von 3-4 Minuten bist du komplett vom Nebel verschwunden. Und dann danach wieder Sonne, ja. Und dann kurz bevor ich hier angekommen bin, wieder so eine übelste Nebelwand. Ich dachte so, oh nee, ach herrlich. Ist halt ein bisschen frisch hier. Das letzte Mal, als ich hier war, war im März. Und da war es nochmal ein bisschen schöner, weil hier ein bisschen mehr geblüht hat vor allen Dingen. Und auch im Bach waren eine Bachblüten und so. Ja, das sah sehr, sehr schön aus. Und es war halt auch wärmer. Aber egal. So. Ich dreh völlig durch, Alter. Was ist los? Was ist los mit dir? Ich werde jetzt erstmal, als erste Amtshandlung, werde ich erstmal was essen, weil ich einfach seit 10 Tagen eigentlich kein Frühstück mehr esse oder so. Ich esse nur noch abends irgendwas, weil ich so gestresst bin und einfach morgens direkt losballern will, um das Tageslicht auszunutzen. Und dann werde ich mit euch und Sojanka hier diesen Bachlauf langlaufen. Und ich hoffe, ihr werdet genauso verzaubert sein wie ich. Leider kommt das auf Video natürlich immer alles nicht so geil rüber. Aber ich schwöre euch, wenn ihr hier wärt, das ist absolut Himmel. Wisst ihr, das Meer ist auch schön. Auf jeden Fall, kann man nicht anders sagen. Viele wollen auch ans Meer ziehen, wollen ein Haus am Meer haben. Aber für mich ist das hier, Freunde, der feuchte Traum. Also ich finde so eine breiten Bäche mit dieser Landschaft hier so geil. Das ist wirklich, wenn ich mir irgendwie ein Land vorstelle, wo ich gerne ein Häuschen hätte oder wo ich mich einfach niederlasse, dann ist es genau an so einem Ort. Aber ich glaube, das hier ist alles Farmland. Hier sind auch Zäune links und rechts. An den Bergen sieht man jetzt nicht. Und da rennen halt überall die Kühe rum, ne? Das heißt, dieses Land ist mit Sicherheit nicht zu kaufen. Aber das wäre der absolute Hammer. Hier irgendwie so ein Hektar oder was? So, Sojanka ist auf jeden Fall schon mal zum Bus gelaufen und liegt mit Sicherheit in ihrem Bettchen draußen. Ich glaube, das feiert die gerade auch richtig. Wieder draußen rumliegen. Nicht immer im Bus, sondern schön draußen in der Sonne. Ich hatte mir beim Lidl 4 so eine 5 Liter Kanister Wasser geholt, weil ich nicht genau wusste, weil ich Wasser brauche. Und ich hatte schon letztes Jahr in Spanien so gemacht, dass ich mir immer so 8 Liter Kanister geholt habe und habe mir damit meinen Tank voll gehauen, weil das Wasser, was du halt an der Tankstelle kriegst oder so, ist halt alles mega verchlort. Also mit dem Wasser ist bei mir so eine Sache, das darf nie alle gehen. Ich brauche immer mindestens 5 Liter, müssen immer am Start sein. Wenn meine Diabetes insipidus richtig mal rinkickt, so wie gestern Nacht zum Beispiel, dann trinke ich alleine nachts mindestens 1,5 Liter. Das waren so ja knapp 2 Liter. Also ich muss 2 Liter trinken. Das ist nicht, weil ich Bock drauf habe, sondern der Körper fängt komischerweise auch vor allen Dingen nachts an, wirklich das Wasser aus dem Körper zu ziehen. Ich piss fast mehr, als ich trinke. Das ist wie wenn du Bier trinkst. Und das ist sehr, sehr schwer, nachts nicht zu dehydrieren. Und da, also gestern Nacht bin ich bestimmt 6-mal aufgestanden. 6-7-mal aufgestanden. Fast jede Stunde. Und dann halben Liter ungefähr rin trinken, halben Liter auspissen. Ungefähr so. Das ist teilweise richtig anstrengend. Und wenn ich kein Wasser hätte oder zu wenig Wasser hätte, dann dehydriere ich innerhalb kürzester Zeit und
krieg Migräne und alles ist scheiße. Ich hoffe ja, dass bei der nächsten Ayahuasca-Zeremonie, die im Frühjahr stattfindet, da werde ich wieder teilnehmen. Denn ich bin noch nicht ganz fertig. Ich habe das Gefühl, ich brauche nochmal, also ich brauche nochmal diese Session, um andere Themen zu bearbeiten. Und ich hoffe, dass da das Thema rankommt, was für die Diabetes zuständig ist, dass die sich endlich mal auflöst. Also ich will nicht mein Leben lang so leben müssen. Das ist wirklich ätzend. Also bei einer normalen Diabetes insipidus ist es so, dass es halt dauerhaft so dieser Zustand ist. Ne? Dann kannst du zum Arzt gehen. Ich war ja auch beim Endokrinologen. Und wenn die alle durchgecheckt haben und zu 100% klar ist, dass es auch Diabetes insipidus ist, dann kannst du so ein Nasenspray kriegen. Da ist das Hormon drin, was der Körper nicht ausreichend produziert. Und dann kannst du ganz normal leben, wie jeder andere auch. Aber du musst halt darauf eingestellt werden. Ne, du musst eine Weile lang nehmen und so weiter und kannst es nicht einfach absetzen, soweit ich das gelesen habe. Und bei mir ist es einfach so, dass das wirklich wellenförmig ist. Bei mir ist das eine Woche scheiße und dann ist es teilweise mal eine Woche lang so, als wenn die ja nicht da wäre, als wenn ich komplett gesund wäre. Also manchmal, weiß ich nicht, ich habe ein paar Tage, da kann ich komplett durchpennen, das ist absolut geil. Und dann kann es aber sein, dass jetzt auf gleich wie so ein Schalter, zack, Schalter geht um und ich merke sofort, oh fuck, der Körper fängt wieder an zu dehydrieren und das Ganze spielt dann von vorne los. Und da das halt so wellenförmig ist, glaube ich auch nicht, dass diese Nasenspray da irgendwas bringt. Und ich würde halt auch wirklich ungern ein Hormon nehmen wollen, auch mein Leben lang ab jetzt, ja. Das ist doch auch scheiße. Also die Krankheit alleine ist schon wirklich super nervig, aber was das Ganze noch beschissener macht, ist einfach die Migräne. Ich krieg halt, sobald ich dehydriere, Migräne. Das kann sein, dass ich 2 Tage hintereinander Migräne habe. Und dann mal einen Tag lang nicht wieder Migräne, weil ich es nicht schaffe, meinen Körper ausreichend zu hydrieren, ne. Also diese Todeskombo ist echt super nervig. Das kriegt ihr auf den Videos nicht so mit, aber es gibt Zeiten, die sind wirklich nicht so einfach. So, da wir heute Weihnachten haben, habe ich eigentlich nur aus eben Grund dieses Stückchen T-Bone Steak. Ist das überhaupt T-Bone? Ich habe keine Ahnung von Steaks. Aber beim Einkaufen habe ich dieses fette Stück Fleisch gesehen. Und ich habe da nicht erst an mich gedacht, sondern an Sojanka. Ich habe eigentlich nach so einem Stück Kotelett oder so gesucht, wo ein Knochen dran ist, wo sie halt dran rumknabbern kann. Und jetzt haben wir Weihnachten und denke ich mir, weißt du was? Ich hau mir schön ein Steak rein und Sojanka kriegt schön fetten Knochen zum Knabbern. Also ich habe keine Ahnung vom Steak zu bereiten, ne? Ich mache das, wie gesagt, ja nicht normalerweise, aber oh, das schmeckt so geil. Alter Schwede. Ich wünsche euch einen angenehmen guten Buongiorno hier aus dem Nebelland. Ich habe mir das schon fast gedacht, dass es hier morgens auch neblig sein wird und dass sich der Nebel dann so über den Mittag dann so verzieht. Guck mal, da oben sieht man schon den blauen Himmel. Eigentlich haben wir komplett geile blauen Himmel. Das ist einfach nur diese Nebelwand, die hier bis ins Tal rein reicht. Wir werden heute auf jeden Fall noch hier bleiben. Und das Erste, was ich mache, wenn wir zurückkommen, ist mir erstmal eine Dusche kredenzen. Die ist wirklich sehr, sehr nötig. Und dann weiß ich auch nicht, was wir den restlichen Tag machen. Ich denke mal, wenn die Sonne nachher rauskommt, gehen wir mal mit Sojanka auf der anderen Seite spazieren. Denn da geht es nämlich zu einem Stausee. Wir haben es schon 13.10 Uhr. Und es sieht draußen nicht viel besser aus. Ist immer noch schweinekalt draußen, immer noch neblig draußen. Wir haben hier schön abgegammelt. Ich habe schön eine Runde gezockt. Und währenddessen ist mein Duschwasser schon fertig. Das ist mehr als fertig. Das ist schon übelst heiß. Ich mache mir normalerweise so 5 Liter. Das reicht vollkommen aus. Aber das Wasser ist gerade so heiß. Ich kann auch mit kaltem Wasser mischen. Dann habe ich, weiß ich nicht, 8 Liter oder was zum Duschen. Das werde ich niemals verbrauchen. Aber da ich schon so lange nicht geduscht habe, wird es ein wahres Fest werden. So, ich habe mich übrigens gestern ein kleines bisschen umgestellt. Das ist so 2 Buchten oder so weiter Richtung Straße jetzt. Einfach weil es hier Internet gibt. Da hinten gab es kein Internet. Wir standen ja da hinten irgendwo 200 Meter in die Richtung. Und hier sieht man schon, dass das hier richtig breit wird, ne? Und zwar ist es tatsächlich überflutet. Was heißt überflutet? Das ist der Stausee, der sich bis hierhin quasi aufstaut. Letztes Jahr war hier nur so ein kleiner Rinnsal und man konnte hier quasi
an diesem kleinen Berg da vorbeilaufen. Und da war es richtig schön, so dicke Steine und halt dieser Bach und so, ne? So, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal zum Stausee. Und wie gesagt, normalerweise wird jetzt da hinten lang gelaufen, aber geht natürlich nicht, alles Wasser. Wir gehen also hier oben Richtung Straße und über der Straße geht der Weg hier weiter. Wir kommen hier hinten doch nicht zum Stausee. Nee, ist überall Zaun. Kommen wir nie weiter. So, wir versuchen es jetzt doch hier. Alter! Hier sind übelst die fetten Fische drin, ne? Habe ich heute Morgen schon gesehen. Die chillen hier immer am Rand ab. Aber die sind zu schnell und zu scheu, dass man die mal filmen könnte. Jedenfalls, ich versuche jetzt hier um den Berg herum zu laufen und so zum Stausee zu kommen. Können wir leider vergessen. Also hier kommt man vielleicht noch, weiß ich nicht, vielleicht 50 Meter, 100 Meter oder so. Und danach wird es viel zu steil, als dass man da noch rumkraxeln kann. Dann gehe ich jetzt mit Sojanka einfach die Runde von gestern. Boah, wie geil ich da stehe. Sieht man das? Wie auf so einer kleinen Halbinsel. Leute, hört mal. Absolute Stille. Absolut krass. Ja, Leute, mich in Schwarz zu sehen ist ungewohnt, wa? Das ist mein letzter Pullover, den ich habe. Ich muss auf jeden Fall auch demnächst mal zu einem Waschsalon fahren. Guten Mangiorno hier aus dem Hobbitland. So, wir werden heute auf jeden Fall weiterfahren. Und zwar weiter Richtung Süden an die Küste, so Richtung Sevilla die Ecke. Da ist mein absoluter Traumspot an der Atlantikküste. Und da habe ich vor, mit Sojanka wirklich mal für eine ganze Weile abzuschimmeln. Nicht nur eine Woche, sondern am besten 2-3 Wochen, wenn nicht noch länger, keine Ahnung. Ja, auch wenn es hier total schön ist, aber mir ist es einfach noch zu kalt. So, Sojankas Knubbel hier am Kinn. Hat sich bisher nicht ausgebreitet und eventuell ist es einfach nur wie so eine Art Pickel. Ich habe tatsächlich vorhin mal ein bisschen dran rumgedrückt und dann kam da auch gelb-grüner Eiter raus oder was. Ich werde es weiter beobachten und dementsprechend habe ich jetzt auch nicht so einen krassen Stress mit dem Tierarzt. So, Freunde der Sonne, ich verabschiede mich jetzt. Ich werde jetzt noch ein Käffchen trinken, aufräumen, das ganze Prozedere, ihr kennt das. Also Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder was. Rinjauen und bis bald.